Den Zwölfen zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Auge der Göttin. Ja, etwas schwerer Kampf gerade. Oder eher gesagt, Dusseligkeit, wieder nicht aufpasst, weiß nicht genau. Oder einfach nur Pech. Auf jeden Fall hatten uns gerade die Duplikate ziemlich abgehämmert bis zum geht nicht mehr von dem Terrain. Den haben wir jetzt endlich, hoffentlich, endgültig besiegt. Der ist ja unkaputtbar. Jetzt kommen die Amazonen noch dazu und wir haben zwei Stück, die sind gefallen im Kampf, nämlich die Gladys und der Joost. Das heißt, wir haben da jetzt ein Problem, weil die extrem Attribute runter haben. So, und es geht direkt weiter. Also wir machen direkt mal Pause. Oh Gott, wir haben jemanden zur Unterstützung. Frenja, das ist ja schon mal was. Wenn du noch helfen würdest... Ah, der hat nichts mehr wegen dem Bandstaub. Da liegt auf jeden Fall schon mal die Leiche, es sei denn, er legt uns rein und ruht sich nur wieder aus und macht jetzt das, was die Amazonen vorhatten. Gegenseitig umbringen lassen. Oh. Die sind auch noch so stark gewesen. Riesen-Zweihänder gefällt mir gar nicht. Dreizack-Lanzen. Alles Waffen, die mich umwerfen werden. Ja, okay, wir müssen verarzten. Ich nehme die Sache in die Hand. Deswegen einmal auf den Joost. Ah, selbst die Buffs sind bei den Leuten weg. Furax. Auch immer. Gelinge im Schein der Marder. Umgeworfen. Ja, das ging schnell. Aber gleich fertig damit. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Mach hin. Sehr schön, danke. Alle mal hergehört. Den nächsten schnappen. Und das wärst du, ne? Alles klar. Ja, das ist scheiße. Das ist nicht gut hier, diese kritische Wunde. Oh, ja, und ist sowieso schon wieder einer tot. und ich habe nicht gespeichert, ne? Ich hätte vielleicht kurz vor dem Kampf speichern können, den hätte ich vielleicht sogar noch gepackt. Ah, es ist einfach zu früh. Früh am Morgen. 6 Uhr war es eben, ich habe keine Ahnung, wie spät jetzt. Ich denke mal 7. Ärgerlich. Ärgerlich. Oh nein, auch noch Tarn ist, der so viel Damage machen kann. So. Ich nehme die Sache in die Hand. Es dauert auch ewig hier zu machen. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber ich habe es ja schon vermutet, dass ich jetzt fehlen werde. Dann eben ich. So, du kannst mal ein Skelett hochbeschwören. Magica Perturbatio. Können wir noch irgendwas rausreißen? Vielleicht ist sie unzerstörbar, hat unendlich viel Astralenergie und all dergleichen. Kümmern sich ja schon zwei um sie, das ist ja schon mal nicht schlecht. Vielleicht klappt es ja doch noch. Tarnas Drachenboot fällt gerade um. Mit 130. 150, auch nicht viel mehr. Wir sollten uns auf sie konzentrieren. Die hat wenigstens kein Schild. Attacke! Das doch mal. Ich mach das schon. So, und wir scheißen jetzt da drauf. Wir müssen irgendwie ein bisschen Damage machen. Hoffentlich klappt das hier. Dass überhaupt irgendwas trifft. Er könnte mit Versteinerung noch, aber er wird die ganze Zeit umgeworfen. Genau, mit Versteinerung kann es nicht klappen. Paralysis. Okay, Frenja ist wieder da. Los, schnappt sie euch. Frenja ist wieder da. So. Amazone voraus. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Du hast die ganzen Heiltränke, ne? Was hast du denn hier für Heiltränke? Hm. Können wir nicht drauf schauen. Hier ist ein großer Heiltrank. Bitte schön. Alle mal hergehört. Benutzt den. Dankeschön. Dass der die ganze Zeit umgeworfen wird, ist totaler Scheiß. Verdammte ja. Kacke. Jetzt gehen die direkt wieder auf ihn, oder? Ich? Sehr wahrscheinlich.
Vielleicht sollte ich erst das Skelett umbringen. Das geht recht schnell, der Zaun. Relativ. Sehr schön. Ah, da kommen schon die nächsten. Los, flieh mal da irgendwo rüber. Ah, da liegt er da schon wieder. So. Zügig. Gut, gut. Magica perturbatio. Komm, 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 komm. Dankeschön. Sehr gut. Okay, nächster. Wir packen es noch. Wir packen es. Sikarian. Es muss nur noch klappen jetzt. Ach Mist. Der dauert zu lange. Erstmal ein Skelett neu. Eine Person mehr. Ist schon mal gut. Alle mal hergehört. Na klar. Attacke. Meine Rache. Ach, die Ost wurde wieder rumgeworfen. Das ist ja mal was ganz Neues. Sikarian. Tot. Okay, wir packen es deutlich. Fail. Okay, wir sind noch im Kampf, den wir schon gemacht haben. Scheiße. Es darf keiner sterben. So ein Mist. So ein Mist. Ja. So, selbe Spielchen nochmal. Boah. Da bin ich ja mal jetzt echt gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall ist das wieder der Ruckelspeicher. Das war ja gerade weg gewesen. Das ist auch interessant. Auf jeden Fall, nachdem der besiegt ist, verschwindet das Ruckeln. Woran auch immer das gelegen hat. So. Alle da drauf. Du kannst vielleicht mal ganz normal weiterhauen. Ey, komm, alle auf denselben und haut ihn weg. Ich? Ah, du vielleicht nicht. Du darfst einen hochbeschwören. Magica perturbatio. Okay, wir haben jetzt schon ein krasses Problem. Also der hat doch einen mega Heiltrank drin. Nimmt trotzdem unheimlich viel Schaden. Na klar. Alle nehmen hier unheimlich viel Schaden. Der Kampf ist auf jeden Fall nicht ohne. So, von deinen vielen Heiltränken bitte mal aufteilen. Ja. Gib die mal ihr. Okay, du stirbst jetzt. Stimmt nicht. 3. Ich nehme doch keinen Heiltrank, wenn ich hier so einen Hammer-Heiltrank drin habe. Ja, den stirbt er, das heißt, er hätte es mal gemacht. Nee, das ist Verschwendung. Relativ neu. Das ist die eine Stelle hier gerade. Komm. Der geht echt zu lang. Ich mach das schon. Alle auf den für die Wichser Königin, da. Für Rondra, Amazone voraus. Ha! Alles klar. Sikarian. Ah, die Energie geht schnell hoch. Sehr gut. Stirb. Ach, Just, ja. Tut mir leid, du wirst dauernd. Magica perturbatio. Okay, der Mord auf jeden Fall jetzt auch Heilung. Waren wir mal auf. Mit zwei Todesstich gleich haben bei ihm. Immer noch 4.
Ordentlich. Dankeschön. So, alle für ihn. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich? Du bist wieder da, das ist gut. Dann darfst du dich einmal selber. Sekarian. Ja. Und auf jeden Fall ein Amatrons neue Moment. Das ist beendet. Das war ein neues Magica Perturbatio. Der Zauber war doch beendet, oder? Der ist nicht drauf. Nein, hat das nicht mehr geklappt. Der war doch schon eine andere Farbe. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Muss ich jetzt mal gucken. Doch, der macht den Fallzauber noch, oder? Ja, genau, der war beendet. Wurde aber noch nicht angezeigt, okay. So, jeder von euch. Sekarian. So. Gut, gut. Und ich hätte gerne von jedem von euch nicht Konstitution. Mut, bitte, wegen den Zaubern, die gleich kommen. Das ist nämlich scheiße. Gelinge im Schein der Marder. Gute Entscheidung. Alles klar. Jetzt wird's ernst. Wieso haust du auf den Jost drauf? Mann. Alle zusammenhalten. Auf den. Alle mal hergehört. Komm, komm. Attacke. Dann eben ich. Nur ich du eile. Nicht. Du rennst hier hinten rüber. Los, haut Nein. ihn, haut ihn. Also, konzentriere dich auf die drei. Du darfst das Skelett einmal hochbeschwören. Tötet ihn nicht zu schnell. Moment. Nandos. Genau. Sollen die mal ein bisschen rumhantieren, geht die Energie auch wieder hoch. Und du kannst schon mal weiter buffen. Gelinge im Schein der Marder. Shit. Oh, die haben ihn doch ganz schön schnell down gemacht. 100 Kriegspfeile. Die waren eben weg wie nix. Das war sehr seltsam. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Folgt mir. Einfach drauf. Komm. Komm. Compareo. So. Schläft. Das bin ich. Alles klar. Okay, da sind sie. Da sind sie. Magica Perturbatio. Versteinern, der will auf den draufhauen, der leider auch blöd aussehen. Nicht unterbrechen. Komm, weg mit ihm. Weg mit ihm. Sehr gut. Ne, er hat ihn umgeworfen. Ah. Oh. Der Zauber hat deswegen nicht geklappt. Ach du Scheiße. Boah, so ein Pech. So ein Pech. Okay, komplette Truppe. Haut bitte auf den da drauf. Das ist aber auch ärgerlich. Oder besser auf den alle drauf. Weil gerade Tarnis zerstört.
Jetzt wird's ernst. Das ist auch ein spannender Kampf. Das Skelett ist jetzt auch nochmal weg. Das heißt, wieder einer weniger. Ganz schlecht. Just. Einmal da hinten in die Ecke. Okay, es ist ja schon mal erfreulich, dass gerade keiner auf dich draufhaut. Gelinge, Skelett, damit wir wieder ein bisschen mehr Ruhe. Wer haut hier auf Tarnis? Der da, ne? Ne, der da. Kurkum! Ah, nee, warte mal, weil die beiden auf den gehen. Die Königin. Hier weiter. Für Rondra. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und da haben wir nämlich zwei weniger. Und solange sie auf Rolana gehen, ist mir am liebsten, weil sie halt einfach so viel Alles aushält. Klar. Ah, du haust auf den weiter. Das ist gut. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir so kommen. Wir müssen ein bisschen auf die Energie achten von den Leuten. Aber Jos hat halt keine Zeit, um irgendwelche Energien zu machen. Komm. Wie, du haust jetzt auf den drauf, wenn er den Zauber macht. Komm, da, das tut er! So eine Scheiße! Kai ist nicht dumm. Ah, nee, auf Skelett. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dankeschön. Schnapp dir den nächsten Punkt, Punkt, Punkt. Gott, mit Magiker wollte ich jetzt nicht sagen. Aber der Kampf hat's in sich, ne? Auf jeden Fall für die Truppe. Sehr wahrscheinlich für anderen Truppen könnte er recht easy sein. Aber es ist halt keine Power-Gaming-Gruppe. So, das sieht ja schon ganz anders aus. Sikarian. Habt ihr den da hinten auch noch? Ich mach das schon. Zum Angriff. Na klar. Ha. So, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Gelinge im Schein. Ja, das mit Fallen kann nicht sein. Das Problem ist, die sollte ich mir dann wirklich eher für einen Notfall aufbewahren. Wie gesagt, ich habe hier nochmal 50 Tenobals Pfeile. Aber das wird knapp. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Nahkampf. Obwohl, nee, der Kampf ist echt, echt ohne. Ach komm. Klappt schon. Okay. Hau da mit drauf. Ja, du hast doch sogar Wuchtschlag, ne? Los geht's. Ich? So, Skelett ist hochgeschlagen. Dann darfst du jedem noch eine Heilung geben. Sikarian. Gelinge im Schein der Marder. Nandos. So, das heißt warten und der da hinten kommt zuerst. Deswegen alle mal hergehört. Runter da. Was jetzt? Ne? Auf dahin. Geht's. Nein, unterwegs. Du darfst nach hinten gehen. Genau wie der Thanos. Mr. Drachenblut. Ah ne, du bist jetzt ein Nahkämpfer. Genau. Moment mal. Mir ewig nicht mehr geschaut. Können wir hier noch was höher machen? Das ist Hiebwaffen. Ne? Ah, du solltest treffen können. Jetzt heißt es warten, aber ich glaube, wir machen mal einen Quicksave. Nicht, dass ich den Kampf nochmal machen muss. Boah. So, und der Mistsack hat ordentlich noch Punkte. Folgt Zeritus. Magica Perturbatio. Da wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht gewesen, das mit dem Lederschutz. Da gab es auch dieses Rezept, was wir gefunden haben. Aber wenn ich hier drin bin, geht die Zeit nicht weiter, ne? Wir hatten doch irgend sowas Neues
Neues gehabt. Was war denn das nochmal? Schleichter? Okay. War das hier? Oder war es ein Bogenbau? Ja, das war das, ne? Ne, das sind die Lederbänder. Wir hatten noch irgend so ein cooles Teil gefunden gehabt. Was war denn das nochmal? Wir hatten irgendwas gefunden, hatten ein Rezept, wo wir so einen Schutz auf unsere Rüstung legen können. War das Alchemie? Das ist Alchemie, ja, logisch. Ne? Rüstungspulver. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Rüstungsschutz plus 1 für kurze Zeit. Naja, wir packen das schon irgendwie, hoffe ich. Sollten alle Stricke brechen, kann ich immer nochmal nach Talon laden und mich nochmal mehr mit mehr Kram ausrüsten und dergleichen. Der da hinten war der erste. Nicht der? Das ist verwirrend. Hm. Okay. Hey, Sende. Den. Und zwar ich mach das schon. Kommen. Wenn die recht schnell gelinge jetzt neu kommen im Schein der Marder. Ja. Kann ich den die ganze Zeit eins ausgeben? Natürlich nicht. Gut, was das allen weg. Und den brauchen wir gar nicht. Geht nicht, solange er noch da ist. Okay. Ja, jetzt aber. Bei wem konnte ich es machen? Wieso geht das nicht? Ich bin so ein... Ich bin total überfordert. Was ist denn hier los? Ich wollte paralysieren die Rulana. Also durch diesen Mist jetzt hier. Das ist jetzt echt ärgerlich. Was ist das denn für eine... Punkt, Punkt, Punkt. Ich hätte pausieren sollen. Ich dachte, mein Gott, da dieser eine Gegner jetzt. Mach mal einen Heilzauber aus. Gelinge im Schein der Marder. So, du wechselst gleich auf Pfeile. Hundert Kriegspfeile. 13 Schutz, ja. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie lange die halten. Ob das irgendein Zauber oder so war, oder ob die einfach nur weg waren. So, den Zauber zu beenden. Ich? Und dann darfst du ein Skelettchen hochbeschwören. Nandos. Du darfst den Falkenschuss auf dich machen. Pause. Nochmal Mut und zwar auf Sekarian. Okay. Ganze Truppe parat. Gut. Alle drauf. Und zwar schnellstmöglich runter in Jucken, bis er seine Mistkerle da komm schon einmal herbeschwört. Gelinge im Schein der Marder. Nandos. Amazone voraus. Alles klar. Jetzt wird's ernst. Hey, ja. Ja. Komm. Hip. Komm. Ja. Komm, Pareo. Okay, klappt der Armatrotz. Okay, auf jeden Fall auf 2 konzentrieren. Hau du ruhig mal auf ihn drauf. Hat sie nicht sogar die Möglichkeit. Auf eine Wunde, okay. 25% ich hatte das Western, aber okay. Soll mir auch recht sein. Du konzentrierst dich auf jeden Fall auf den. Das wird das Hauptaugenmerk. Gute Entscheidung. Aber meine Rache. Du solltest vorher aus der Reichweite gehen, weil diese Feuerbälle kriegen wir jetzt nicht alle ab.
So, beende den Zauber. Dankeschön. Und dass du dich auch da hin zugesellen. So. Oder sollen wir eine Versteinerung versuchen auf einen? Die waren ja nicht ohne die Schäden, die wir hier genommen haben. Versuch das mal. Ich weiß nicht, ob das geht, ob der zu widerstandsfähig für Magie ist. Ja, weiter drauf. Volle Möhre. Definitiv. Ja. Ja. Ich nehme die Sache in die Hand. Unbedingt auf die Energien achten. Stirb. Ja. Versteinert sich nicht. Okay. Ich? Das klappt also nicht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber soll uns auch recht sein. Zum Sieg. Angriff weg. Komm. Alle mal hergehört, die Königin. Für Rondra. So, bei ihm gehen wir jetzt mal rein. Großer Ausdauertrank. Ist doch super für dich. Verfasst immer weiter Pfeile. Das bin ich. Mhm. Er ist ganz verwirrt. Horiphobius, Schreckenspein. Ah, hat Angst. Das ist ja cool gemacht. Ich glaube, ich so im Spiel sonst auch noch nicht gesehen. Rennt halt panisch umher, weil er kleine Häslein oder dergleichen sieht. So, egal wie es weitergeht, wir müssen mal einen Break machen. Die Zeit überfliegt sich schon wieder. Ja, und ich glaube, dem Kampf werden wir diesmal ganz gut überstehen und werden im nächsten Video mal schauen, ob wir die Amazonen dann im Anschluss packen werden. Bis demnächst, euer Chojin.